Hey Leute, heute haben wir die 7 größten Tiere der Welt für euch. Los geht's! Fangen wir an mit der Nummer 7 und einer Kuh. Diese Kuh hier heißt Big Cow Chili, ist so groß wie ein Elefant und wird von ihren Besitzern als sanfter Riese beschrieben. Sie ist 1,80 Meter groß und wiegt über eine Tonne und das, obwohl sie den ganzen Tag nur Gras futtert. Oh Mann, wie viele Weiden muss man dafür bitte aufessen? Machen wir weiter mit der Nummer 6 und einem Hund. Dieser Hund hier heißt Herkules und hält mit seinen 130 Kilogramm einen Weltrekord als schwerster Hund der Welt. Laut seinem Besitzer ist sein Gewicht natürlich. Es soll nicht an einer Überfütterung oder einer Krankheit liegen. Ah, ich weiß ja nicht, ob man das glauben kann, aber angeblich wurde er ganz normal gefüttert und ist ganz von alleine immer größer und schwerer geworden. Machen wir weiter mit der Nummer 5 und einem Wels. Dieser 300 Kilo schwere Wels ist der größte Süßwasserfisch der Welt und passt garantiert nicht in ein handelsübliches Aquarium. Der Wels wurde in Nordthailand gefangen und brachte seinem Fänger eine ganze Stange Geld ein. Wie viel genau, wollte er allerdings nicht sagen. Weiter geht's mit der Nummer 4 und einem Schwein. Ja, also ich muss sagen, dieses Schwein hier sieht ein bisschen angsteinflößend aus, oder? Es ist mit seinen 900 Kilogramm Gewicht Weltrekordhalter und war 2,5 Meter lang. Leider ist das arme Tier mittlerweile gestorben, aber nicht auf einem Schlachthof, sondern nach einem langen und guten Leben an Altersschwäche. So soll es sein. Machen wir weiter mit der Nummer 3 und einem Hai. Dieser unfassbar große Walhai wurde an der Küste von China gefangen. Er ist 8 Tonnen schwer und ganze 10 Meter lang. Auch wenn er der größte seiner Art ist, der jemals gefangen wurde, so gehen Forscher davon aus, dass diese Tiere sogar noch größer werden können. Ja, ganze 18 Meter sollen wohl drin sein und wir sind fast am Ende mit der Nummer 2 und einem Pferd. Dieses belgische Zugpferd ist das größte lebende Pferd der Welt. Es ist vom Boden bis zur Schulter fast 2 Meter groß und wiegt über eine Tonne. Ja, und um diese Bikini-Figur zu halten, isst es jeden Tag über 8 Kilogramm Getreide. Ziemlich krass und damit sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 1 und einem Stier. Dieser Monsterbulle hier wiegt tatsächlich 1800 Kilogramm und um ihn zu transportieren, benötigt man einen Lastwagen und eine massive Stahlrampe. Leider ist dieser Monsterbulle ein sehr einsamer Bulle, denn die Gefahr, dass er beim Besteigen einer Kuh Schaden anrichtet, ist leider einfach viel zu groß. Ach ja, sein Name ist im Übrigen King Kong of Sahiwal. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns gerne mal einen Daumen nach oben, denn dann wissen wir Bescheid. Hier haben wir jetzt noch ein weiteres spannendes Video für euch. Zum Anschauen einfach in die Mitte klicken. Und damit war es das auch schon wieder für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.